Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Das ist sehr interessant, diese Frage. Wenn der Imam falsch betet, ist mein Gebet auch falsch? Wenn der Imam Al-Fatiha nicht richtig liest, ist mein Gebet falsch? Deshalb die Antwort, der Imam hat die volle Verantwortung für das Gebet. Und wenn jemand Imam macht, dann muss er im Kopf behalten und im Herzen behalten. Wenn der Imam Fehler macht, dann gilt der Fehler für ihn und alle anderen ist ihr Gebet richtig. Und wenn der Imam richtig macht, dann ist das Gebet auch von den anderen richtig. Das ist die Sache. Der Prophet ﷺ sagte, يُصَلُّونَ لَكُمْ أَوْ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. Deshalb vertraue dem Imam und bete hinter jedem Imam, der Aqida richtig hat und der nach der Sunna betet. Du darfst nicht hinter Qadiani beten. Du darfst nicht hinter Leuten beten, die von Anfang an kein Fatiha lesen. Du darfst nicht hinter Leuten beten, die bekannt sind, dass sie falsche Aqida haben, wenn Sunna-Moscheen dabei sind. Aber wenn der Imam betet, dann hat er die Verantwortung. Und diese Frage, der Imam zum Beispiel sagt, Abdallin, normalerweise Abdallin, Bab, und nicht Wa. Wa ist was anderes als Da. Und die arabische Sprache ist Lughat Abad. Abad. Und Bab wird Barakallahu fikum von Zungenrand ausgesprochen. Von Zungenrand ausgesprochen. Und Wa wird von Zungenspitze ausgesprochen. Und das ist der Unterschied. Wa, Da. Deshalb dieser Imam, der so liest, der macht Fehler. Aber wenn er Imam ist und du betest hinter ihm, dann trägt er die Verantwortung, nicht du. Und manche kommen und sagen, ja, der Imam betet schnell, der Imam lässt uns keine Zeit. Das ist nicht deine Sache. Das ist seine Sache. Imam hat seine Sache, dass er das Gebet führt und dass er das macht. Wenn er falsch macht, dann trägt er diesen Fehler. Und wenn er richtig macht, dann ist dein Gebet automatisch richtig, wenn auch dein Gebet nicht richtig ist. Deshalb vertraue deinem Imam, bete. Und wir, Ahl Sunnah al Jama'ah, wir beten hinter jedem Moslem. Hinter jedem Moslem beten wir. Wallahu ta'ala ala wa ala.